Ich bin Melanie und ich wollte euch heute von einem Erlebnis erzählen, das ich hier bei Praiseland hatte. Seit ich Mitarbeiterin bei Praiseland bin, ist mir das Mutmacher-Camp besonders ans Herz gewachsen. Das ist eine Campwoche für Kinder, deren Eltern sich keinen Urlaub leisten können und deswegen können die Kids hier zu Praiseland kommen und dort Urlaub machen. Vor einigen Jahren war es so, dass wir für die Campwoche noch nicht genügend Mitarbeiter hatten. Und dann hieß es, okay, wenn in der nächsten Woche nicht genug Mitarbeiter gefunden werden, dann müssen wir das Camp leider absagen. Ich war dann echt schon ein bisschen ratlos und verzweifelt, wie wir es denn überhaupt schaffen sollen, in einer Woche noch so viele Mitarbeiter zusammenzubekommen. Ein damaliger Mitarbeiter hat einen Aufruf auf Facebook gestartet und innerhalb von 24 Stunden hatten wir über 20 Anfragen von Leuten, die uns helfen und unterstützen wollen. Nachdem wir dann mit allen gesprochen hatten und jeder geguckt hatte, ob er so spontan Urlaub bekommen kann, hatten wir bis auf einen Campbetreuer alle Mitarbeiter zusammen. An dem Tag der Deadline war es dann leider immer noch so, dass uns genau ein Campbetreuer gefehlt hat. An dem Mittag habe ich dann noch eine E-Mail bekommen, an dem jemand angeboten hat, dass er uns helfen und unterstützen könnte. Nach einem langen Telefonat mit ihm hat er dann auch wirklich zugesagt und gesagt, dass er mit dabei sein will und uns helfen will. 2 Wochen später war es dann so, dass wir hier auf dem Camp standen mit 20 Mitarbeitern, die sich gegenseitig nicht kannten und die auch Praiseland vorher noch nie kennengelernt hatten. Und trotzdem war es mit Abstand einfach die coolste Woche im Mutmacher-Camp, die wir hatten, weil jeder mit so viel Begeisterung und Herzblut dabei war und nicht nur die Kids damit angesteckt hat, sondern auch einfach die anderen Mitarbeiter damit angesteckt hat und so viel Freude hier verbreitet hat auf dem Camp. Und im Nachhinein bin ich Gott einfach unendlich dankbar dafür, dass wir genau die Wochen nicht absagen mussten, sondern das umsetzen konnten und den Kids so einen coolen Sommer schenken konnten.